Bogier kämpft um seine Zebrastreifen. Nach einer Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sollen die Fußgängerübergänge im Bereich der Volksschule und des Kindergartens entfernt werden. Was wie ein verspäteter Faschingsscherz anmutet, ist bitterer Ernst. Aufgrund von Richtlinien aus dem Jahre 2014 seien die Zebrastreifen angeblich nicht mehr notwendig. Die weiterführende Begründung erinnert an einen Schildbürgerstreich. Nachdem nie ein Unfall passiert ist, beweist es, dass man einen Zebrastreifen, einen Schutzweg nicht braucht. Ich glaube, eine dümmere Argumentation kann es gar nicht geben, denn das beweist in Wirklichkeit, dass der Schutzweg seine Funktion erfüllt. Noch dazu, wo man ja immer wieder auch sagt, dass hier zu schnell gefahren wird. Das heißt, es wird anstatt 30, 42 im Schnitt gefahren. Und auf der anderen Seite sagt man, man braucht den Schutzweg nicht mehr. Also das widerspricht ja doppelt. Und da stehen wir natürlich auf der Seite der Kinder und der Bevölkerung. Und das haben wir heute ganz eindeutig auch bekräftigt. Der angesprochene Zebrastreifen dient jedoch nicht nur der unmittelbaren Verkehrssicherheit. Hier werden die Kinder seit Jahren von Exekutive und Lehrpersonal geschult. Wir haben im Kindergarten im Jahreskreislauf auch den Themenschwerpunkt Verkehrserziehung im Kindergarten, wo wir mit den Kindern eben auch üben und uns anschauen, wie verhalten wir uns im Straßenverkehr, wie überqueren wir einen Zebrastreifen, was ist wichtig dabei. Verkehrserziehung wird ja sowieso großgeschrieben, muss sie auch sein bei diesen Verhältnissen, die wir da haben, damit die Kinder wirklich sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen. Ja, und darauf kommt es an. Bürgermeister Kratzer betont, dass die Sicherheit der Kinder oberste Priorität hat. Er will sich mit all seinen Mitteln für den Erhalt der Schutzwege einsetzen. Gefordert ist jetzt momentan die Gemeinde, die hat jetzt eindeutige Stellungnahme abgegeben. Wir werden das so nicht zur Kenntnis nehmen und das kann keine schlüssige Argumentation sein. Und so werden wir das der Baubezirksleitung übermitteln und dann ist die wieder am Zug.